Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Evoland 2, wo wir in Professor Skiros Labor reingekommen sind und Renoir irgendwie besiegt haben, den Sohn von, ja, es hat sich bestätigt, von Menos, den haben wir besiegt in seine Super Saiyan Form, also, schön angucken, war krass, also ich dachte mir, what? Aber war cool. Und hier haben wir ein neues Kampfsystem, bisschen strategischer, wir machen einfach weiter. Wir müssen einen Weg finden, diese Gitter unschädlich zu machen. Gegen all diese Kreaturen haben wir keine Chance. Wieso denn nicht, Alter? Uns doch alles. Aber wahrscheinlich ist dieser PC genau dafür da, um alles wegzudingsen. Fehler, der letzte Sicherheitssystem ist noch online. Mach's kaputt. Macht's anders kaputt. Ja, wenn nicht, dann müssen wir halt damit klarkommen. Wir können keine andere Möglichkeit. Ja gut. Das hier scheint kaputt zu sein und das ist gut so. Ja. Vielleicht ist da. Tates 1 deaktivieren. Oh. Jetzt müssen wir kämpfen. Oh nein. Nein. Ab geht's in den Kampf. Oh yeah. Stürmen. Yeah, super. Genau so muss das sein. Stürmen. Ich frage mich immer, wann ich Combo machen kann. Das ist schon ein bisschen strange, wann das genau geht. Ich frage mich, ob ich dann nochmal stürmen kann. Ne, dann muss ich schon Schlitzer machen. Oh, hat nur einen getroffen. Schade. Heilen und zwar sich selber. Vielleicht macht die Velvet mal ein bisschen was für. Oh, Combo. Bam, bam, bam. Geht doch. Ich glaube, woanders wäre es effektiver gewesen, aber warum nicht? So. Angriff. Du machst. Heilen und zwar auf mich. Das sollte dann recht gut gehen. So. Magie. Schub. So, auf die Fina diesmal. Das müsste, glaube ich, viel besser sein. Ich kann sie mal stürmen. Dann, glaube ich... Das ist interessant. So. Okay, nee, schon davor schon erledigt. Ja. Ich hatte noch ein bisschen Super Saiyan Form, so wie es aussieht, aber gut. Hier der letzte Sicherheits. Das heißt, da drüben ist wahrscheinlich das andere Dings. Wir schalten es dann einfach aus. Wenn es schon gesagt worden ist, dann schalten wir es auch aus, weil so viel Erfahrung scheint es ja nicht zu geben. Sicherheit 2 deaktiviert. Es scheint ja aber nicht alles zu sein. Ah! Oder man muss das nach Reihenfolge machen. Wer weiß. Könnte echt sein. Er stürmt alle mal. Und dann zerstören wir mal den ersten von allen. Zum Beispiel den hier habe ich schon mal zerstört. Macht das am besten dahin. So, das ist genau für die beiden Funzen. So, oh, da hat sogar einen Critical Hit, glaube ich, bekommen. Wenigstens der Typ kaputt. Deswegen hat sich's gelohnt. Stürmen. Combo und zwar auf den hier. Bam, bam, bam. Wunderbar. Genauso muss das laufen. Ach, das ist immer, wenn andere noch mit bereit sind. Achso. Dann funzt das. Da können wir. Achso, da können wir sogar Combo machen. So ist das also. Was ist, wenn ein Dreier-Kombo? Warten wir einfach mal. Müsste ja dann funzen. Ah, es gibt nur Zweier-Kombo. Okay. Also gesehen der Vorteil, wenn wir und jemand anders gleichzeitig bereit sind. Und ja. Wieder ja, letztes. Vielleicht ändert sich das. Aber
Ist das das dritte? Und dann würde es Sinn ergeben. Ah! Immer nach der Reihenfolge. Na gut, wir haben ja eigentlich kein Problem grundsätzlich. Wieder letztes. Was? Ah! Zählt 5. Und Sicherheit 6. Ja, Sicherheitssystem offline für Labore 16 und 32. Oh, da können wir weiter. Da können wir wahrscheinlich auch noch durch. Oh. Eine Kies, die. Gefunden. Ein Stern zusammen. 8 von 30 Sternen. Entweder das Spiel geht ultra lange oder wir bekommen kaum was zusammen. Wer weiß. Oh. 14. Juli 900. Das sieht viel zu nah an unserem Hauptcharakter aus. 949. Wie erwartet ist Subjekt X erschienen. Sie ist noch ein kleines Mädchen, doch schon jetzt verfügt sie über phänomenale Kräfte. Ich konnte sie gefangen nehmen, aber vernichten konnte ich sie nicht. Ich habe den Prozess der Energieextraktion eingeleitet. Das sollte sie schwächen. Ende der Aufzeichnung. Oh, ich habe ein böses Omen, was das angeht. Hä? Was ist da los? Wie sollen wir hier im Dunkeln klarkommen? Ah, ich habe mich wieder versprochen. Hey, das ist, Licht ist wieder an. Ich kann nur hoffen, dass das nicht mehr lange so geht. So leider geht. Na los, beweg dich doch. Ja, das könnte etwas unbequem werden. Los, suchen wir den Generator, um den Fehler zu beheben. Oh. Ah, was zum Henker ist das denn? Oh, egal, es ist tot. Plötzlich spürte ich ganz schmerzsame Schmerzen im Bauch. Oh, ja. Oh, fuck. Okay. Oh, ein Combo, Alter. Combo-Time. Magie. Heilen. Und zwar auf dich selber. So. Alter Schwede. Velvet muss geheilt werden. Ah, oh, je. Wir haben sogar... Oh. Das heißt, wir geben dir einen Schub. Du musst irgendwie besser durchkommen. Magie. Und zwar heilen. Und zwar auf die Velvet. Dann ist die auch safe. Au. So, da warten wir auch gar nicht mehr so arg lange. Jetzt nach uns. Dann sollten wir so langsam alle safe sein. Magie. Schub. Und zwar auch noch für uns. Ich glaube, das kann je nachdem sehr unangenehm werden. Das nur mit Magie. Vielleicht. Wir können das denn nicht treffen. Ah, geht auch. So, du stürmst. Mach einen Combo-Angriff. Daneben, Alter. Schon wieder Miss. Das sollte doch ausreichen jetzt. Wenn es jetzt Miss macht, dann... Ja, hier wollte ich schon sagen. Du stürmst. Was noch mal ein Angriff. Gut. Geschafft. Ach du Heilige. Der Schub auf die Fienen, damit sie auf jeden Fall herumheilen kann. Das ist ja, glaube ich, das eines der wichtigeren Sachen. Wir können jetzt einiges abbekommen. Das ist das Problem dabei. Die Fina braucht selber am meisten. Also.
Energieschub. Zwar auf mich. Alter. Ah, wenn es dunkel ist, können wir nicht angreifen. Den treffen wir zumindest nicht. Passt doch. Jetzt blick ich's erst. Geht. Alter, das ist ja voll strategisch, deswegen. Jetzt auf dich selber mal einen Schub geben. So. Das ist die Velvet Heilen und mich. Scheiße. Ah, stimmt, ich Idiot. Du solltest lieber heilen. So, die Velvet Heilen. Wunderbar. Combo Break. Wow, Alter. Was das plötzlich für Kräfte sind? Wieder entstehen. Idiot. Heilen und zwar mich. So, das haben wir jetzt auch durch. Hui! Strategisch ist immer so eine Sache. Würde ich mal sagen. Gut. Oh, 45 XP. Geht doch. War einiges. Ah, ich werde sehen, wenn es sich tun kann. Diese Maschinen machen mir keine Angst. Was? Ah, nur noch ein bisschen. Da, geschafft. Diese Maschine wurde offenbar für WoW benutzt. Aber was bitte ist WoW? Da fragt ihr was. Aha. Okay, das kommt dann nochmal. Das könnte nur WoW sein. Ach du Scheiße! Ist hier ein Schub? Das ist immer gut, die Delfine einmal. Delfine da etwas zu geben. Ist mir auch ein Schub, aber auf jeden Fall weiß ich zumindest, wie das funktioniert. Richtung. So. Jetzt ist das schon mal gut. Oh, das war kurz davor. Bevor es. So. Gut. Hörst du auch mal an? Jetzt machen wir ein Combo und zwar auf den hier. Bam, 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 bam. Und zwar die geile Mega-Combo. So, die Combo des Todes. Geht doch. Hui. 60 XP. Also, wir kommen zumindest damit klar. Jetzt aktiviert die Konsole unten links. Schön, jetzt aktiviert die Konsole oben links. Gut, jetzt aktiviert die Konsole unten rechts. Perfekt, jetzt deaktiviert die Konsole oben links. Schön, jetzt deaktiviert die Konsole unten links. Oh. Perfekt, jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Hervorragend, jetzt aktiviert die Konsole unten links. Schön, jetzt aktiviert die Konsole unten rechts. Ich hoffe, dann kommt er gleich oben links. Jetzt deaktiviert die Konsole unten links. Vorhin, jetzt deaktiviert die Konsole unten rechts. Ich hoffe, das ist keine Endlos-Kombo. Oben rechts.
wieder unten links. Unten rechts. Oben links. Jetzt kommt bitte, sag oben rechts. Ich fühle mich so langsam ein bisschen verarscht und euch nicht von der Macht ab. Ich wird die Konsole oben rechts. Das ist ein Mewtwo, ne? Unten rechts. Wir dürfen dann gegen Mewtwo kämpfen? Oben rechts. Achso, unten rechts. Wir müssen wahrscheinlich immer dann, wenn Licht an ist, oder? Achso. Das heißt, warten, bis das Licht, und dann sollte das, glaube ich, funzen. Und jetzt aktiviert die Konsole unten links, ja. Das heißt, wir warten. Ich hoffe, dass das irgendwie was umändert, und wenn nicht, dann nicht. Die Konsole unten, keine Ahnung. Das ist mir scheißegal. Warum will ich auch nie jemand auf mich hören? Was sollen wir da machen, wenn du jedes Mal denselben Scheiß laberst? Mann, ich hab dem extra vertraut und dann soll ich das Scheiße. Voll traurig. Hallo Professor Giro, wie geht es euch heute? Oh. 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 Hab ich mir schon gedacht. Ah. GG. 1 von 5 Steuerelementen. Ach du heilige Macaroni. So. Ach du Scheiße. Der muss auch so langsam down sein. Michael heilen. Gut. Schön treffen. Ja, endlich, Alter. Alter, die Fina. Der Fina geht's nicht gut. Muss sich selber heilen. Oh je. So, dann darf ich noch ein bisschen schneller sein. Komm mal. Geht doch. Einmal angreifen. Das Fenster. Fina muss wieder ein bisschen rumheilen, würde ich sagen. Und zwar die Velvet. Würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich das so sehe. Combo. So. So, Combo auf den hier. Mit der Fina. Bam. 60 XP. Wir bekommen auf jeden Fall das Kampfsystem recht gut hin. So ist das nicht. Oh, Mann. Irgendwie ist das schon recht nervig. Ja, ich könnte auf eine Combo warten, dann könnte ich wenigstens einen Down machen. So, dann wenn das Licht angeht. Und taktisch... Oh, Magie Schub. Und zwar auf Michael zuerst mal, würde ich mal sagen. Dann kann der ein bisschen an... Au, an... Au, au, ah, angreifen. So. Hier heilen, und zwar Michael. Dann heilen wir einmal, dann sollte das zumindest gehen.
Dann machst du Frostrüstung, mal gucken. Ah. Anscheinend ist das auch ein recht guter Angriff. So. Den hier als nächstes. Müssen wir heilen? Nicht unbedingt. Wir können verwirren stattdessen. Wir treffen sogar niemanden, weil es gerade dunkel ist. Oder vielleicht doch. Nehmen wir noch den Fina-Anschub. So. Warten. Machen dann eine gute Combo. Oh! Reicht nicht mal aus. Alles gleich. Aber jetzt wenigstens. Jetzt mal stürmen. So, Schlitzer. Ach, da drüben natürlich. Gleich hier weg. Fina soll sich mal selber heilen. Boah, das ist voll schwierig mit dem Menü. Muss ich immer jedes Mal unten gucken, weil ich kann jetzt nicht einfach durchgehend klicken. Weil das halt nicht so wie Pokémon ist, wo man einfach nur random klicken kann, sondern hier muss man schon wenigstens ein bisschen nachdenken. Oh Mann. Combo, das sollte irgendwie ausreichen, hoffe ich. Dankeschön. Sie hat es bereits aktiviert für Verriegel. Wir müssen das also ausschalten. Ah, wir müssen solche Sicherheitshebel deaktivieren. Aber das erst im nächsten Part. Deswegen sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Evoland 2. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.